Am Anfang gab es eine kleine Einleitung mit einigen Übungen und Vorbereitungen. Ja. Hallo Julia, sehr schön, dass du hier bist. Und ihr müsst mal ein bisschen denken. Im Sommer oder im Herbst? Sommer bis Herbst. Und Kühlkodex auch im Herbst, oder? Sommer bis Herbst. Sommer bis Herbst. Ende Sommer, Anfang Herbst wird das gehen. Funktioniert. Was würdet ihr sagen? Anschließend wurde den Schülern Biomilch ausgeteilt, um ein Gefühl fürs Bio zu bekommen. Denn es geht hier um Ernährung in Schulen und Kitas. Der Workshop, den wir heute machen, der gehört zu unseren Berliner Aktionstagen Schulverpflegung. Das heißt, wir haben eine Woche lang verschiedene Veranstaltungen gemacht. Heute ist der Höhepunkt und der letzte Tag der Aktionstage. Und diese Aktionstage Schulverpflegung laufen bundesweit. Also in allen 16 Bundesländern gibt es rund ums Thema Essen und Trinken in der Schule Veranstaltungen in Schulen, auf Märkten. Und man versucht damit einfach nochmal Werbung zu machen, dass also Schüler aktiv werden und selber mitsprechen und bei der Gestaltung von dem, was sie in der Schule essen, einfach gut informiert sind und klug konsumieren. Aus unserer Schule war anwesend und sie haben gemacht vegetarische Burger und Rote-Linsen-Aufstrich. Was denn? Sie haben Rote-Linsen-Aufstrich. Ja, Mensch, halten wir. Sind auf jeden Fall schwerer als. Ja, ich glaube 8 Euro. Ja, 8 Euro. Der ist mit einem Namensschild dran. So, die Brötchen brauchen wir erst am Schluss. Vielleicht mal hier hin. Geschrotet ist er schon. Nee, das ist hier. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Oder einfach. Ja, machen wir mal. Zurück zum rote Linsenaufstrich. In die blaue Schüssel. Findet ihr es lecker? Nein. Ja, weil er isst keine Tomaten, ich esse keine roten Linsen. Ich soll es trotzdem probieren. Ja, das ist unser Aufstrich jetzt. Also der ist nämlich fertig. Da kommt jetzt noch Paprika danach rein, wenn der fertig ist mit Kochen jetzt hier. Ja, und der muss jetzt erstmal noch ein bisschen weiter köcheln. Oh, wo ist der Käse? Hat. Ja. Okay, mit rein. Ist da manche rein? Ja, Mercedes. Ist das jetzt mal sehen? Was ist denn da jetzt drin? Ja, da ist drin dieser rote Linsenaufstrich. Da sind rote Linsen drin. Also alles, was eklig ist. Und Basilikum. Und das ist relativ pampig und pervers. Und das sollen wir aber eigentlich noch abschmecken. Ich mach dann mal weiter. Endspurt angesagt oder? Ich nehme jetzt einfach eine. Alles gut? Ja. Na danke. Zum Abschluss präsentierte Just Eat ihre Bio-Burger-Kreation. Ja, von mich. Den haben wir erst gekocht. Aber da fehlt ja noch die Brote. Die Brote sieht gut aus. Nein, das ist ein Grundvollkornbrot mit Salat, ein Veggie-Burger. Also, was ist da drin? Da sind verschiedene Sprossen, also weiße Sprossen.
Das probiere ich auch mal. Ich habe vorhin schon von eurem Projekt gehört, dass ihr so Schülerfirmen seid. Genau, ihr, ne? Ja. Der Gemüsetyp ist ganz schön. Ja, Trust it. Auch probieren. Man kennt schon mal. Oh, mit Bulette. Das haben wir früher im Gemüse gemacht. Ja, ja. Ist zwar keine Bulette, aber ist okay. Das ist Gemüse? Ja. Das ist vegetarisch. Ich bin Sabine Schulz-Brilge und bin Vorstand von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung e.V. Wir sind ein Netzwerk und beraten inzwischen Schulen und Kitas. In erster Linie bei der Gestaltung von Mittagessen. In Berlin haben wir ja ganz viele Ganztagsschulen. Und unser Ziel ist es, dass in allen Ganztagsschulen alle Kinder ein gut schmeckendes, preiswertes Essen bekommen. Und vor allen Dingen haben wir in Berlin auch die Besonderheit, dass wir sagen, möglichst frisch mit saisonalen und regionalen Zutaten. Und heute haben wir was ganz Besonderes uns vorgenommen, weil wir sagen, Mittagessen machen Profis, aber Pausenverpflegung, das ist ein Thema zum Beispiel auch für ältere Schüler oder Jüngere, die in einer Schülerfirma sowas machen können. Die können sich bei uns beraten lassen. Und da wir das nicht alleine schaffen, die Beratung, haben wir uns heute hier zum Beispiel Partner genommen. Das eine ist die Fördergemeinschaft Ökolandbau. Die können über Landwirte in Brandenburg, über Händler in Berlin informieren, wenn Schülerfirmen zum Beispiel Interesse haben, hier Lebensmittel aus der Region zu kaufen. Und wir haben als zweiten Partner die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit im Boot. Die haben gesagt, sie wollen Schülerfirmen beraten, damit sie zum Beispiel lernen, wie sie ihre Öffentlichkeitsarbeit machen oder wie sie ihre Kalkulation machen, wie sie mit Gewinnen umgehen. Und die haben gesagt, sie wollen natürlich auch, dass die fit gemacht werden, zum Beispiel im Bereich Nahrungsmittelverarbeitung, wie man gute Rezepte hinkriegt, die bezahlbar sind, trotzdem gesund und einfach auch gut schmecken.